Das sind Steffi, Gregor, Bau und Alex. Und wir haben ein gemeinsames Projekt. Sagt mal, läuft alles? Ja. Ja? Geht klar? Super. Wir sind heute in der Games Academy in Frankfurt. Hier werden Studenten zu professionellen Spieleentwicklern ausgebildet und die bekommen dann hoffentlich einen lukrativen Job in der Game-Branche. Und bei den Pixelmachern geht es heute schwerpunktmäßig um Simulation und da habe ich mir was gedacht. Obwohl, ich verrate euch das später erst. Jetzt erzähle ich euch erstmal, worum es in dieser Sendung geht. Wir fragen, warum um Rindviehs willen gehören Landwirtschaftssimulatoren zu den absoluten Rennern? Wir stellen unsere Top 5 der surrealsten Simulationen vor und schauen bei den deutschen Jägerentwicklern vorbei, die gerade Spec Ops The Line rausbringen. Und jetzt verrate ich es euch. Mir wird heute eine große Ehre zuteil, denn mir wird ein eigener Avatar maßgeschneidert. Hallo nochmal, Bau. Du arbeitest unter anderem an einem Konzept für meinen Avatar. Was genau bedeutet das? Gut, also die erste Phase für ein Model zu bauen ist die Konzeptphase. Da wird eben eine visuelle Richtlinie gesetzt für die spätere Arbeitsphase, damit die anderen auch wirklich wissen, in welche Richtung es läuft. Du hast also alle Folgen Pixelmacher gesehen, hattest dann mein Gesicht und hast dann die ganze Nacht gezeichnet. Genau. Krass. Ich habe euch ja Bildmaterial geschickt, also mich in Bewegung. Ja. Wieso muss man es dann überhaupt eigentlich noch zeichnen? Die Sache ist die, dass wir uns für eine Cartoony-Version entschieden haben, damit es für die spätere Arbeitsphase viel, viel einfacher ist. Ach, ihr habt den ganzen Filmkram gar nicht gebraucht? Doch, eigentlich schon. Okay, er kommt also auch noch mit dazu. Eben. Dann störe ich jetzt mal gar nicht, weil das sieht wirklich nach sehr viel Arbeit aus. Und in der Zwischenzeit kommen wir zu einer Art von Simulation, bei der ich im Leben nicht gedacht hätte, dass irgendein Mensch darauf abfahren kann. Aber eine der erfolgreichsten der ganzen Branche. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Na? Das ist eine Kuh. Und was ist gemeint? Landwirtschaftssimulation. Landwirtschaft. Allein schon das Wort klingt nach Arbeit. Viel Arbeit. Früh aufstehen, sich um hungrige Rinder kümmern, die Produktion überwachen. Im Real Life Stress pur. Fans des überaus erfolgreichen Landwirtschaftssimulators kümmert das wenig. Es wird gemäht, gedroschen und gemolken. Ganz wie im echten Leben. Nicht nur am Rechner, auch zum Beispiel am Nintendo DS und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nachbarländern und in Japan. Preisgekrönt ist das Spiel außerdem. Die Simulation rund um Ackerbau und Viehzucht ist ein Renner. Grund genug, die Entwickler zu besuchen, auch wenn es hier eher nach Zugsimulation als nach Landwirtschaft aussieht. Das Team bereitet sich auf den nächsten großen Release vor. Der Landwirtschaftssimulator 2013 kommt noch dieses Jahr und der Terminkalender ist auch schon ordentlich voll. Uns beschäftigt die Frage, wer spielt denn eigentlich den Landwirtschaftssimulator? Es gibt eigentlich drei Typen, so den Casual-Spieler, der eigentlich nur selten oder ab und zu mal spielt. Dann haben wir so die Kids, die Kinder, die einfach fasziniert sind von großen Maschinen, Baumaschinen, Traktoren. Aber was wir auch haben, sind natürlich diese Hardcore-Fans, die Simulationsfans. Denen muss alles so genau umgesetzt sein wie möglich. Authentizität scheint eines der Geheimnisse des Erfolgs zu sein. Maschinen müssen so originalgetreu wie möglich sein, bis hin zum Motorengeräusch. Nah an der Natur sind auch die Tiere. Für das richtige Bauernfeeling greifen die Entwickler tief in die Trickkiste. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Wir haben sehr gute Hersteller, sage ich mal. Die liefern uns wirklich 3D-CAD-Daten, also direkt aus ihrem Engineering. Und basierend auf diesen Daten ist es natürlich für uns auch viel einfacher, diese Maschinen so authentisch wie möglich abzubilden. Doch da geht noch mehr. Lukas Gohl fährt sowohl im richtigen Leben als auch am Rechnertraktor. Doch nur spielen genügt ihm nicht. Lukas gehört zur aktiven Modding-Community des Landwirtschaftssimulators. Mit einem seiner Traktoren hat er auch schon einen Preis abgeräumt. Ende 2008 kam ich zum Landwirtschaftssimulator. Damals gab es auch schon, ja, ich glaube, schon ein halbes Jahr das Spiel und es gab schon einen Haufen Mods aus der Community und irgendwie war von Anfang an das Interesse da, ja, wie kann man selbst irgendwie Inhalte ins Spiel integrieren oder wie kann ich halt das Spiel nach meinen Vorstellungen gestalten. Wir lernen. Selber machen trägt zur Faszination bei. Also dem Gerät eigenhändig noch ein paar Details hinzufügen, steigert den Spielspaß. Doch sollte das alles sein? Wir fragen hartnäckig weiter, was den Erfolg des Spiels ausmacht. Es gibt ja viele Leute,
die gerne mal Trecker fahren möchten oder so. Und da bieten wir halt auch das Spiel dazu. Und da können sie wirklich die Möglichkeit, wer hat sonst schon die Möglichkeit, einen Traktor, also einen großen Mähdrescher steuern zu können? Ein großer Teil von der Faszination am Landwirtschaftssimulator, wenn nicht sogar der größte, sind die großen Maschinen. Ne? Man ist ja von klein auf ist man begeistert von großen Treckern, großen Maschinen. Das macht, ist laut, macht Krach und ja, sieht einfach auch groß aus. Ne? Ist für Jungs genau das Richtige. Eine geradezu niederschmetternd simple Erkenntnis. Jungs mögen Dinge, die groß aussehen und viel Krach machen. Jungs wollen Trecker fahren. Nun ja, hier die gute Nachricht. Die nächste Version des Spiels soll im Oktober kommen. Die Testrechner stehen schon bereit und man wird zur Gamescom einiges zu sehen bekommen. Mehr wollte man uns nicht sagen zur neuen Version. Doch man kann wohl sicher sein, dass es nicht an Maschinerie mangelt. Ich sitze jetzt hier bei Gregor, der ist zuständig fürs Modeling und das hat, glaube ich, nichts mit Laufstegfotos oder sonst was zu tun. Richtig oder falsch? Fast schon, ja. Okay, was bedeutet das Modeling? Im Endeffekt läuft das jetzt auch wieder in zwei Schritten ab. Das heißt, ich habe jetzt das Konzept, was der Bauer vorhin gemacht hat, und setze es jetzt quasi mit einer Sculpting-Software um in 3D. Das sieht man jetzt hier auf der rechten Seite. Du machst also aus der Zeichnung, die eigentlich ganz cool aussah, jetzt eine Maske. Genau. Und das funktioniert genauso, wie damals eben mit Ton gearbeitet wurde oder sowas, wirklich nur digital jetzt eben. Also man hat dieselben Möglichkeiten, mit irgendwelchen Werkzeugen zu arbeiten. Und der zweite Schritt ist dann eben, das Ganze in einer Geometrie umzusetzen. Und gruselig zu machen. Ja, und hier sind eben wichtig, dass gewisse Richtlinien der Geometrie eingehalten werden, wie zum Beispiel ein runder Verlauf der Geometrie um den Mund, um die Augen, dass da wirklich die Animation später flüssig verläuft, dass wirklich alles schön gestretched werden kann und verengt werden kann, ohne dass es zu Schäden oder Brüchen in der Geometrie kommt. Okay, cool. Dann mach du erstmal weiter. Wir machen hier auch weiter. Früher, da wurde ja auch schon simuliert, allerdings in kleinen Genres. Da gab es zum Beispiel einen Rennspiel-Simulator oder vielleicht einen Flugzeugsimulator, im besten Fall noch einen Schiffssimulator. Heutzutage wird alles simuliert, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und die Gamesbranche hat sich schon in so einen kleinen Simulationswahn hineingesteigert. Deswegen jetzt hier die Top 5 der surrealsten Simulationen. Damit es unserem unbezahlten Praktikanten Torben bei den Pixelmachern nicht noch langweiliger wird, hat er sich für uns virtuell in weiteren Berufsfeldern umgesehen. Das Ergebnis ist die Top 5 der surrealsten Simulationen. Das ist so scheiße. Auf der Nummer 5, OMSI, der Omnibus-Simulator. Wen es schon immer einmal juckte, sämtliche Bedienungsmechanismen eines Linienbusses auswendig zu lernen und sich dabei auch noch fragt, was denn so los war im unheimlichen Berlin-Spandau Ende der 80er Jahre, der ist mit OMSI bestens beraten. Guten Tag. Hallo. Der Spielspaß dabei geht aufgrund der lieblosen Umsetzung und der vielen Spielfehler allerdings sehr schnell flöten. Eine bodenlose Frechheit findet auch Torben. Es gibt ein... Och Mann, so scheiße hier. Die Nummer 4. Der 3D-Jagdsimulator 2011. Auf einem einsamen Streifzug durch 4 riesige, frei begehbare Landschaften stellt sich ein Mann ohne Moral todesmutig den Gefahren der Natur. Dabei muss alles dran glauben, was ihm vor die Flinte läuft. Und als Highlight gibt's auch noch eine Killshot-Animation in Bullet Time, um das Tier sehr genau sterben zu sehen. Ansonsten ist das Spiel aber Müll. Die Nummer 3. Der Gartensimulator 2010. In David Lynch-Atmosphäre auf dem Rasenmäher Runden drehen. Abgerundet wird das Ganze durch den manischen Blick eures zwielichtigen Gärtners. Torben rät daher: Der Gartensimulator ist mit Vorsicht zu genießen. Die Nummer 2. Polizei. Auch die liebe Staatsgewalt verpasst es, in spielerischer Form zu überzeugen. Versprochen wird hierbei eine realistische Simulation des deutschen Polizeialltags. Stattdessen kriegen wir Einblick in die Wahrnehmung eines schizophrenen Cops. Hoffnungslos verloren in einer surrealen Atmosphäre taugt das Spiel allenfalls als Warnung, der Polizei die Tür nicht mehr zu öffnen. Ich finde, Scheiße trifft es nicht so richtig. Ich finde so,
Nee, obwohl, doch, scheiße trifft's auch. Das ist ein Scheißspiel. Endlich. Hallo, liebe Leute. Viel Spaß bei meiner neuen Software. Schäfer Heinrichs Bauernhof-Simulator. Eigentlich handelt es sich hierbei um eine simple Architektursoftware zur Planung von Häusern und Grundstücken. Doch durch das Einfügen zweier Bilder vom Schäfer Heinrich, einiger Tiere und enigmatischer Frauen wird daraus eine Möglichkeit, in die Fußstapfen von Salvador Dalí zu treten. Ah, die Schafe! Viel mehr als Fleischpyramiden aus Heinrichs Hoftieren zu bauen, ist uns beim Testen auch nicht eingefallen. Betroffen durch das gerade Erlebte, machte sich schnell eine geistige Leere breit. Das letzte nachdenkliche Wort hat unser Praktikant Torben. In the spirit of three stars, the alien thing that took its form. Und jetzt arbeitet Alex gerade an meinem digitalen Alter Ego. Riggen nennt man das Ganze in der Fachsprache. Und ich glaube, da geht es so ein bisschen darum, dass ich mich auch bewegen kann. Genau, ich sorge dafür, dass quasi der Animator die Chance hat, den Kopf zu bewegen. Also du kriegst die Maske von vorhin und genau, wie kriegst du dann in Bewegung? Indem ich hier Gelenke einbaue, zum Beispiel für den Kiefer. Dann kann ich den Kiefer damit bewegen. Und die Emotionen, die kriege ich dann eben mit verschiedenen Gesichtern hin. Und das sieht nach sehr viel Arbeit aus. Gibt es denn dann quasi, zeig noch mal ganz kurz, gibt es dann wirklich für jeden Gesichtsausdruck eine Maske? Ja, Mundwinkel nach oben zum Beispiel, Mundwinkel da nach oben, lachen, traurig schauen. Und sind das Masken, die fertig sind oder musst du da auch jeder? Die muss ich selbst erstellen. Wie lange sitzt man da dran? 12 Stunden insgesamt ungefähr. Also richtig viel Arbeit. Ja. Kurz noch eine andere Frage, was hältst du von der Kinect? Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Microsoft, die werden in diesem Jahr selber nicht auf der Gamescom sein, weil es gibt einfach keine neue Hardware. Und in Sachen Fuchtelsteuerung sind sie sowieso nicht sehr kreativ, das kann man an dieser Stelle ruhig auch mal sagen. Zum Glück gibt es ambitionierte Hobbyprogrammierer, die wirklich tolle Kinect-Projekte starten. Hasselt in Belgien. Hier leben und arbeiten ganz normale Belgier. Und ein paar virtuelle Neubürger. Terminator. What time is it? The time is 12:55. Thank you. You're welcome. Der Terminator des Typs T-800 war mal total modern und ziemlich gefährlich. Heute ist er virtueller Assistent von Davy Lotz. Möglich macht's der Kinect-Sensor, dessen Sprachsteuerung, ein Beamer und einige Programmierarbeit. Der Terminator kann, was Davy Terminator ihm beibringt. John Connor behind you. Ha ha, very funny. Die Attitüde ist mal ein ganz neues Feature für den T-800. Terminator 2 was the first movie I saw in theater as a teenager. And I was blown away by the special effects and the story. It always sticked with me. And next to that, I have to admit, a robot head is easier to animate than a human face. So, made it easier. Der Terminator ist für das große Spielkind. Für das Kleine im Haus hat Davy kürzlich ein eigenes entwickelt. Aufräum-Robo Wally spielt jetzt mit Lotte. Wally! Wally! Wally's Emotes steuert Papa vom Handy aus. Wenn ihr 2 Jahre. She saw the Terminator and she liked playing with it, but I thought a Terminator head wasn't that suited for a 5-year-old. So I promised her to build her a more suitable robot, and that's how Wally came to an existence. 3 Wochenenden Programmierarbeit stecken in Wally. Er reagiert auf die Person vor dem Bildschirm. Auch hier dank Kinect-Sensor und Tiefenkamera. I like gadgets. What can I say? I'm a geek.
I like playing with smartphones, with kind of control, with all kinds of controllers, and Kinect is just, it's amazing. It's a 3D camera in a package of nearly 100 euros. It's a great tool. Wall-E muss die Erde nicht mehr aufräumen. Der Terminator sie nicht mehr verwüsten. You're welcome. Ach, schön. So, und damit sind wir bei der Dame in der Runde, die Steffi. Du bist Teamleiterin, aber nicht nur Chefin, sondern du hast natürlich auch eine Aufgabe. Welche? Und zwar animiere ich den Charakter. Also Okay. Ich setze das Gesicht von dir sozusagen in Bewegung. Und da habe ich natürlich die verschiedenen Controls vom Alex, die mir ganz stark dabei helfen. Und anhand des Referenzvideos und des Audiofiles gehe ich das einfach ganz langsam durch und gucke nach verschiedenen Schlüsselposen, wo die Extremposen in dem Fall von dem Kinn sind. Und da setze ich dann einen Key. Also hast du ja vorher ein Video von mir bekommen quasi. Genau. Und du musst es dann alles einzeln einstellen. Also wenn ich spreche, jede Mundbewegung oder Augenbrauen ziehen? Ja, also ich habe mit dem Kinn angefangen und mich dann nach dem Mund über den Kopf hervorbearbeitet bis zu den Augenbrauen, zu den Augen. Ich dachte, es gibt ein Programm, was das dann alles macht, aber das musst du alles selber machen. Also ich setze halt diese Posen und dazwischen interpoliert Maya alles. Mhm. Und das erspart mir halt unheimlich viel Zeit, dass Maya diese In-Betweeners, so heißt das, für mich setzt. Also. Und dauert bestimmt trotzdem noch arschlange. Puh, was hältst du von Third-Person-Shootern? Ja, finde ich super. Also Entwickler, ne, die in der Game-Branche wirklich erfolgreich sein wollen, die brauchen vor allen Dingen eins, exzellente Programmierer. Geld und Geduld sind natürlich auch sehr wichtig. Wir besuchen jetzt ein Entwicklerstudio, die haben von allem was. Und zwar in Berlin, Jäger heißen die. Und ihr neuer Third-Person-Shooter, Entschuldigung, den gibt's bald. Und wir haben die Jungs und Mädels besucht und sie beim Spielen beobachtet. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow, wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Willkommen in Dubai und in Kreuzberg. Spec Ops The Line ist das neue Spiel von Jäger. Chef Timo Ullmann führt uns durchs Studio. Willkommen in den heiligen Hallen von Jäger Development. Mit über 100 Leuten hat das Berliner Studio fast 5 Jahre am Third-Person-Shooter gearbeitet. Captain Martin Walker muss dubiose Vorgänge im sandverschütteten Dubai aufklären. Viel Wert legen die Berliner auf die Story und den Einfluss der Spielerentscheidungen. Wenn man nichts macht, dann entwickelt sich die Handlung auch weiter. So, jetzt habe ich die Kontrolle wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich? Wichtig ist die moralische Dimension des Militär-Shooters. Handelt man als Spieler nach Befehl, fühlt man sich schlecht. Handelt man moralisch integer, wird das Spiel kolossal schwerer. Viel Hirnschmalz steckt in der Story. Das Spiel sieht nicht deutsch aus und hebt sich von anderen Genrevertretern ab. Was uns relativ wichtig ist, dass Spec Ops nicht als hurra-patriotischer Shooter wahrgenommen wird, der nicht ist, sondern wir eher so diesen psychologischen Momenten auch nachspüren. Was passiert mit Menschen, die in schlimme Situationen gebracht werden? Also wir wollten dieses klischeehafte Image von Amerikaner schießen im Nahen Osten auf Turbanträger, das wollten wir nicht bedienen. Um den individuellen Konflikt des Spielers zu verstärken, haben die Jäger beispielsweise die Cutscenes mit virtueller Kamera produziert. Die Kamera wirkt wesentlich organischer, sie wirkt wesentlich realistischer. Es gibt so einen kleinen Stresslevel, also wenn man die Kamera so ein bisschen mehr shaky macht, ein bisschen mehr vor- und zurückfahren lässt, kann man durchaus subtil beim Spieler so eine Stresssituation erzeugen. Was war denn das? Stress kann durchaus auch die Unberechenbarkeit des Settings erzeugen. Dubai, die gefallene Hybris, Sand und Ruinen erschweren das Handeln. Der Feind kann überall lauern, drin wie draußen. Und dass der Spieler halt richtig das Gefühl bekommt, dass er in Dubai ist. Dubai macht eh, was Dubai will. Und der Spieler ist mehr da. Und wenn er was auslöst, dann passiert's. Und wenn er es nicht macht, passiert's vielleicht irgendwann von selber. Die Stimmung im internationalen Team ist gut. Der größte Stress ist ja auch vorbei. Da bleibt für den täglichen Mittagspausenkick mehr Zeit.
Währenddessen erinnern sich die Gründerväter Timo und Uwe an alte Zeiten und ihr erstes großes Spiel Jäger, anno 2002, als Uwe live im Dreisatzstudio war und man noch zu fünft um den Konferenztisch saß. Jäger, einer Action-Story für die Xbox, Microsofts neuer Spielekonsole. Da werden wir gleich noch reinschauen. Uwe und seine Freunde hatten schon lange die Idee zu diesem Spiel, bevor sie 1999 einen... So wollten wir ursprünglich die Firma nennen, Uwe und seine Freunde. 2000 gehörten sie zu den ersten in Deutschland, die überhaupt für die Xbox entwickeln durften. Also unsere Rollen haben sich ziemlich stark verändert. Timo hat ja damals noch aktiv wirklich mitprogrammiert, das... genau, und, aber ich habe wirklich auch mitprogrammiert und das geht nicht mehr. Also sozusagen, die Jungs sind auch so sehr viel besser als ich. Also das würde überhaupt keinen Sinn machen. Jeder macht, was er am besten kann. Und wenn Spec Ops mit Multiplayer, Co-op-Modus und DLC richtig reinhaut, könnten die Jungs ihren Laden vielleicht auch verkaufen. Das ist aber nicht unser Ziel, das Studio zu verkaufen, sondern eher schon interessante Projekte zu machen. Und alles andere findet sich dann. Und so sitzen sie in der Lieblingskneipe an der Spree. Die stoischen Helden eines der letzten großen, unabhängigen Entwicklerstudios des Landes. Aufrecht entschlossen und hoffentlich moralisch einwandfrei wie ihr Held, Captain Martin Walker. Spec Ops The Line erscheint am 29. Juni. Psychologische Relevanz koboldischer Übergriffe auf invasive Spezies des Ökosystems Märchenwald. Also das ist nur einer der wirklich humorvollen Texte eines neuen Computerspielmagazins. WASD heißt es und es ist eine Mischung aus Buch und Magazin und soll den Nicht-Gamern Lust auf Games machen. Das Ganze mit lustigen und intelligenten Texten. Sehr gelungen, wie ich finde. Wer jahrelang auf ein Spiel wie Duke Nukem Forever gewartet hat, weiß, wie frustrierend schlechte Spiele sind. Wer einmal Terminator 2 von Anno Uralt ausgräbt, noch viel mehr. Christian Schiffer, Macher des neuen Games-Magazins WASD, hat sich durch all die miesen Spiele dieser Welt gequält. Auf das aus Frust Erkenntnis werde. Ich habe schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schlechte Spiele gespielt und wahnsinnig... Also Spiele, die ich einfach lästig fand oder die dann auch irgendwie aufgrund eines Details dann nicht funktioniert haben. Aber, oh Gott, wie heißt denn das? Da muss ich jetzt nochmal nachdenken. Meinst du vielleicht das? Oder dieses? Oder vielleicht doch den guten alten Macho Man? Ich habe zum Beispiel mir auch mal den Müllabfuhrsimulator angetan für... ja, einmal. Und ich habe mir auch den Baumfell-Simulator habe ich auch mal gespielt. Also der war richtig krass schlecht. Und dann ist aber sozusagen die Frage, warum ist zum Beispiel der Baumfell-Simulator so ein schlechtes Spiel? Also da regen sich dann viele Leute auf, dass die Physik nicht so funktioniert. Also dass diese Baumstämme dann irgendwie abprallen vom Boden wie so Flummis. Das fand ich zum Beispiel überhaupt nicht schlimm. Weil, ja mein Gott, also es hat dann irgendwie auch sowas von so moderner Kunst oder sowas vielleicht. Mit Simulatoren, ob Holzfällen oder Müllschippen, hat WASD-Autor Rudolf Inderst nichts am Hut. Dafür hat er sich in ein ganz anderes schlechtes Spiel verliebt, in Pit Fighter. Es war die Verpackung von Pit Fighter damals, die wie viele andere Spiele auch natürlich hemmungslos überstilisiert war, weil sie mit den echten Grafiken des Spieles überhaupt nichts zu tun hatte. Und dann habe ich noch hinten drauf gelesen, irgendwie Hinterhofkämpfe, das ist doch genau mein Ding in der Grundschule. Also da muss ich mal reinschauen. So kam ich zu dem Titel. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Egal ob Pit Fighter, Filmverhunzungskäse wie Alien 3 oder Zeitreisequatsch aus der Feder von Michael Crichton, Timeline. Ein Spieleliebhaber lässt sich nicht abschrecken. Niemals. Also ich glaube, ein Spiel kann gar nicht so schlecht sein, wenn man zu zweit davor sitzt. Wenn man unmittelbar sofort ein Feedback von nebenan bekommt, auf der Couch zum Beispiel, und sich mit demjenigen austauschen kann darüber, was man da gerade Schlimmes erlebt oder Schlechtes erlebt, dann macht es schon fast wieder Spaß. Als stylischen Papierkumpel kann man sich die WASD vorstellen. Ein Gaming-Buddy mit dem richtigen Witz zur richtigen Zeit. Der schlaue, zitierfähige Onliner droppt und sich für die Zukunft einiges vorgenommen hat. Also ich will eigentlich so ein bisschen so die Art, wie über Computerspiele gesprochen wird oder auch geschrieben wird, ein bisschen verändern. Dass es eben nicht nur sozusagen darauf ankommen muss, irgendwie darüber zu urteilen, ob ein Spiel gut ist oder schlecht ist, sondern es gibt bei
Computerspielen einfach sehr viele andere Facetten, über die man schreiben und nachdenken kann, von denen ich finde, dass sie unterrepräsentiert sind. Und ich glaube, das ist halt so eine kleine Lücke, also eine kleine Nische, in die die WASD halt reinstoßen soll. Mit Ausgabe Nummer 1 ist das schon einmal gelungen. Dafür gibt's von uns Pixelmachern einen Erfolgsbonus à la Pitfighter. So, das war's auch schon fast von unserer Sendung und mein handgemachter, selbstgebauter Avatar. Der ist fertig und dann würde ich mal sagen, lass uns mal an dieser Stelle die Verabschiedung machen, Lukas. Das war leider die letzte Pixelmacher-Sendung vor der großen Sommerpause. Mich sehen Sie dann leider auch nicht wieder, denn ich bin extra für diese Sendung erschaffen worden. Ich sag schon mal Tschüss, Zielgruppe. Zurück zu dir, Lukas. Ja, danke schön, ihr vier. Ich weiß jetzt, dass da wirklich viel Arbeit dahinter steckt, die sich aber gelohnt hat, wie ich finde. Und das war's auch schon von den Pixelmachern. Wir sehen uns erst im August wieder und melden uns dann von der Gamescom. Ringsherum gibt es spannende Themen von der Computerspielemesse. Anregungen und Aufregungen wie immer gern zu uns. Die Adresse ist unten eingeblendet. Wir kicken jetzt hier noch ein bisschen und ich wünsche euch einen schönen Sommer. Tschüss!